nachdem wir letztes Mal die Steinwand aus dem Dämmstoffmaterial gemacht haben, möchte ich heute mit euch eine meiner Spezialitäten machen und dafür brauchen wir verschiedene Werkzeuge. Ich hätte jetzt hier eine ganz normale Standard-Kaffeetasse, ne, in hell. Die wäre diesmal nicht so gut. Wir sollten da schon eine Aussage treffen und einmal gäbe es die 1-Lavi-Kaffeetasse in schwarz. Die macht schon sehr, sehr viel leer. Die ist auch schon schön groß. Allerdings noch besser wäre, da hat man heute die Qual der Wahl. Entweder nehme ich die weiße Freebooters Fate Kaffeetasse oder ich nehme die schwarze Freebooters Fate Kaffeetasse. Die Dorothy hat gesagt, also ganz wichtig, ne, eine von den beiden Freebooters Tassen müssen es sein. Ich wähle heute die schwarze. Und dazu nehme ich eine ganz normale Standard-Kaffeemaschine, drücke große Tasse und jetzt kommt das A und O. Also, ich nehme Edelstahl-Milchkanne, knapp gefüllt mit Milch, eiskalt sollte sie sein, haltbar, 1,5 Fett, setze ich in einen Milchaufschäumer einer bekannten Kaffeefirma und setze den Deckel auf, zack, und drück Start. So, Maschine läuft, die andere Maschine läuft auch. Perfekt, also sieht schon super gut aus. Und wenn man schon genau darauf achtet, sieht man, wie sich die Milch leicht erwärmt und bildet sich schon ein ganz kleines bisschen Schaum. Ja, es wird immer mehr Milch und immer mehr Schaum. Ja, super, super appetitlich. Wir warten jetzt noch ein ganz kleines bisschen, bis es richtig piepst. Und dann müsste gerade der Milchschaum perfekt sein. Kaffee sieht schon gut aus, ja, schon sehr appetitlich. Ich drücke jetzt hier mal auf Stopp. Und jetzt, wenn er. Ist das kein Milchschaum? Super. Mit einem Löffelchen. Schön vorsichtig den Weg schon in die Tasse. Man hat ein kleines bisschen über. Kann man noch für die zweite Tasse Kaffee verwenden. Und jetzt extra für euch, weil ihr mir so treu zuschaut, einmal ein Schokoherz. So, perfekt. Ich habe hier noch ein Reststück vom Styrodur. Das habe ich von den Inseln ausgeschnitten, das brauche ich so nicht mehr. Und das bietet sich an, hier als. So kann man es ganz gut sehen. Als Ruinenteil einer Brücke anzubauen und anzukleben. Das schneide ich gleich noch zurecht, ne, damit das ungefähr passt. Ich habe hier schon mal grob vorgemalt, wie das sein soll. Und zwar hier den Bogen. Dann habe ich hier 4 cm einen Ausschnitt für die Treppe. Und hier oben habe ich auch schon die Seitenmauerwerke ausgeschnitten. Also kann man die ganzen Reststücke eigentlich auch ganz gut verwenden. Als erstes schneide ich mit dem Styrodur-Schneider jetzt den Kreis aus, im Brückenbogen. Allerdings brauche ich da ein bisschen Ruhe und eine bisschen ruhige Hand, deswegen lege ich die Kamera erstmal an die Seite. Ich zeige euch dann gleich das fertige Ergebnis. So, der Bogen ist ausgeschnitten. Das brauche ich erstmal nicht mehr. Und jetzt kann ich weiterarbeiten. Die Überlegung ist, wie soll es weiter aussehen? Als allererstes habe ich jetzt hier oben die Mauerstärke eingezeichnet. Jetzt schneide ich einmal links und rechts die Mauern ab und dann das Ergebnis zeige ich euch dann. Die Seitenmauern sind abgeschnitten. Das ist hier so 1 cm starke Seitenteile. Dann den Mittelblock, wo dann später der Weg drüber läuft. Und an der anderen Seite hat auch nochmal 1 cm Streifen. Passt super zusammen. Wird dann später genauso gestaltet wie die Steinstruktur, die ich euch bei dem anderen Dämmstoffmaterial gezeigt habe. Und jetzt wird
die Brücke weitergestaltet. Ich habe oben schon 3,5 cm abgemessen, die ich abschneide. Das wird der Innenbereich der Brücke werden und dann kann man die Mauerteile da dran halten. Dann werdet ihr schon sehen, dann kann man schon sehen, dass es mal eine Brücke wird. Durch den rechten Winkel, den man hier einstellen kann und fixieren kann, lässt sich sehr, sehr leicht arbeiten. Ich brauche also ganz vorsichtig nur noch das Styrodur an diesem heißen Draht vorbeiführen und der schneidet dann schön sauber. Wichtig ist, dass man nicht stoppt. Und ich mache mich in die Beine schnacken. So. Hier haben wir noch einmal unsere Steinplatte auf Dämmstoff. Ihr habt euch gefragt, was macht ihr damit? Das ist so dünn geschnitten. Jetzt zeige ich euch mal, was ich damit mache. Und zwar der innere Teil der Brücke, der ist so leicht gebogen, der lässt sich sehr, sehr schwer schneiden. Und da klebe ich jetzt einen Teil unserer Steinmauer ein. So, die Unterseite der Brücke ist jetzt fixiert und eingeklebt. Mit Holzleim, das braucht eine ganze Nacht, bis das richtig trocken ist. Aber ihr seht schon, gut, dass wir da so ein ordentliches Stück vorgearbeitet haben. Ich habe jetzt für euch die Brücke schon mal fixiert. Und das Geländeteil, einfach mit ein paar Stecknadeln, dann kann man schon mal grob sehen, wie der später aussehen wird. So, ihr seht allerdings jetzt schon, dass die Brücke so zwar super, schon super gut aussieht, aber die ist leider zu groß, da werde ich später noch ein Stückchen abschneiden müssen. Und auf dieser Seite, da habe ich schon einen Strich gezogen, da werde ich jetzt einen Eingang zur Brücke noch reinschneiden. Die Brücke ist fertig. Man sieht jetzt schon, wie sie später aussehen wird. Also eine etwas kleinere Brücke mit 14 Meter breiten Durchgang, soll ein Ruinenteil werden. Also ich bin der Meinung, es sieht schon ganz ordentlich aus. Zum guten Schluss für heute einmal einen Blick auf das fertige Ruinenteil. Ich habe die Brücke jetzt erstmal nur so vorsichtig angeklebt. Die Ruine selber und Vorwand ist noch nicht befestigt, das ist alles noch ein bisschen wackelig, mehr kann man so abnehmen oder das auch noch später nach dem ersten Grundieren und Bemalen fixiert. Aber man kann schon ganz gut sehen, die Kombination aus Styrodur, selbstgestalteten Styrodur wie die Brücke und fertiger Ruine von Vorwand. Kombiniert sieht super aus. Die Brücke selber ist mir jetzt noch ein bisschen zu lang, die werde ich wahrscheinlich noch kürzen, sodass Bruchstücke davon noch abgeschnitten werden. Damit warte ich aber, wenn ich das Stück bemale.